Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute schauen wir uns ein paar der aktuellen vermissten Fälle des Jahres 2024 aus den Nationalparks an. Dazu muss ich kurz etwas sagen. Ich habe in den Kommentaren immer wieder stehen, mach mal wieder Missing 411. Dieses Missing 411, das ist aber ein Label, das David Polaides gehört. Es gibt aber außerhalb der Fälle, die er dann bearbeitet hat, noch andere merkwürdige Vermisstenfälle. Die gehören dann aber eben nicht zu diesen Missing 411 Fällen, weil die eben nicht in seinen Büchern erwähnt wurden. Und ganz besonders bei aktuellen Fällen ist das natürlicherweise nicht so. Ob er dazu mal etwas machen wird, das weiß ich nicht im Augenblick, sind es jedenfalls Vermisstenfälle, die so einige Fragen aufwerfen. Da wir heute wieder einmal in der Natur unterwegs sind, sage ich nur, Sänftenträger zu mir und alle anderen, ziehen bitte ihre Wanderschuhe und den Rucksack an und dann gehen wir los. Stellt euch mal nicht so an hier, also wirklich gebt mal ein bisschen Gas, ich möchte heute Mittag da sein. Es gibt einfach kein gutes Personal mehr. Der erste Fall, mit dem wir uns heute befassen, das ist der des Nationalpark Rangers Kirk S. Thomas Olson. Der ist im August dieses Jahres, also 2024, in einem Nationalpark verschwunden. Später fand man ihn dann tot auf, aber das Ganze wirft so einige Fragen auf. Denn auf der gleichen Tour, da verschwanden kurze Zeit vorher zwei Wanderer, die Namen waren Anna Rodet und Miguel Delgado. Auch die wurden wiedergefunden, aber auch da gibt es so ein paar Fragen. Zu all dem werde ich gleich kommen. Kirk S. Thomas Olson, der hatte die letzten 10 Jahre in verschiedenen Nationalparks gearbeitet, immer als Ranger. Seine letzte Anstellung hatte er im San Simeon State Park. Aber auch außerhalb seiner Tätigkeit als Ranger hatte er Berufe, die so seine Liebe zur Tier- und Natur zeigten. Er arbeitete viele Jahre in verschiedenen Zoos. Das waren, so wie man hier nachvollziehen kann, nicht alles Festanstellungen. Und so wechselte er dann oft zwischen seinen Tätigkeiten im Zoo und seiner Tätigkeit als Ranger. Im August dieses Jahres, da war es so, dass er überlegte, in welchem Nationalpark er als nächstes als Ranger anheuern wollte. Und um sich in Ruhe Gedanken machen zu können, da besuchte er den Yosemite Nationalpark. Er wollte dort eine Solo-Wanderung machen zum sogenannten Ostrander Lake. Die Route, die er dorthin gewählt hatte, die war laut dem National Park Service 18,5 Kilometer lang. Das Ganze ist ein Rundweg, man kommt also wieder dort an, wo man losgewandert ist. Dieser Trail, der hat zwar nur etwas über 400 Höhenmeter, aber aufgrund des Geländes, das dort zu bewandern ist, gilt er als schwere Route. Es geht durch dichte Wälder, über Wiesen und Weiden und es soll immer wieder sehr schöne Ausblicke auf die Granitkuppeln geben. Vielleicht mal ein, zwei Worte zu diesem Thomas Olson. Der war ein extrem erfahrener Wanderer und Naturfreund. In den Parks, in denen er gearbeitet hatte, da war er zum Beispiel auch zuständig für die sogenannte Wandersicherheit. Er war dafür bekannt, dass er Wanderern in seiner Tätigkeit hilfreiche Tipps gab, wie man sich in der Natur auf diesen Wanderwegen am besten verhält und was man tut, wenn man sich verläuft oder in eine Notsituation gerät. Der Presse gegenüber erklärten seine Kollegen, dass er ein sehr besonnener und erfahrener Ranger war. Am 23. August startete er dann diese Wanderung im Yosemite Nationalpark. Ein Rundweg von 18 Kilometern, auch wenn es eine schwere Route ist, das ist jetzt nicht so die Welt. Er hat aber dafür 4 Tage eingeplant. Den ersten Tag, den wollte er nutzen, um zu diesem See zu gehen, den zweiten und dritten, um dort zu zelten und halt Zeit für sich zu haben. Und am 4. Tag wollte er dann diese ungefähr 9 Kilometer wieder zurückwandern. Seinen Wagen, den stellte er auf einen der zahlreichen Parkplätze rund um den Nationalpark ab. Von innen klebte er eine Notiz an die Frontscheibe des Fahrzeugs und darauf stand, welche Route er ging und dass er am 27. August wieder zurückkehren würde. Das hat er deshalb gemacht, weil es üblich ist, dass die Ranger die Parkplätze kontrollieren, um zu schauen, welche Fahrzeuge dort übermäßig lange stehen. Was ein Hinweis darauf sein könnte, dass da irgendjemand
verschollen ist. Im Fall von Kirk S. Thomas Olsen, da war es allerdings so, dass der Parkplatz erst 14 Tage, nachdem er losgewandert war, das nächste Mal kontrolliert wurde. Und aufgrund des Zettels, den er im Fahrzeug zurückgelassen hatte, erkannten die Ranger dann, dass er ungefähr 10 Tage überfällig war. Es wurde dann sofort eine große Suchaktion eingeleitet. Während der Suche nach ihm, da postete seine Nichte verschiedene Texte auf Facebook. Sie bat darin Touristen, die sich in dieser Gegend aufhielten, sich an der Suche zu beteiligen. Und sie beschrieb, dass sie sich gar nicht erklären könnte, was ihrem Onkel zugestoßen sein kann, denn er sei ja ein extrem erfahrener Wanderer gewesen, der eben auch darauf spezialisiert war, in Notsituationen das Richtige zu tun. Und bevor ihr euch jetzt fragt, warum sie sich dann erst meldete, obwohl er ja eigentlich schon weit vorher vermisst wurde, bevor die Ranger es bemerkten. Er war alleinstehend und der Rest seiner Familie, der war eben darüber gar nicht informiert, dass er im Yosemite war, um dort zu wandern. Und dass man nicht ständig Kontakt hat und seiner Familie erzählt, was man die nächsten 14 Tage so macht, das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Dinge. Seine Angehörigen, die haben also erst davon erfahren, dass er vermisst wird, nachdem sie durch die Polizei darüber informiert wurden. Die Suchaktion, die hatte dann Erfolg und 2 Tage später wurde seine Leiche gefunden. Nun kam die Frage auf, was ist ihm passiert? Und es gibt in den USA, genau wie hier auch, sehr viele Zeitschriften, die sich mit Wandern und Abenteuer befassen. Und die waren auch daran interessiert zu erfahren, was ist so einem erfahrenen Wanderer passiert, dass man ihn tot auffand. Denn wenn so jemand, der so erfahren ist, dann doch irgendwie durch irgendetwas ums Leben kommt, ist das wahrscheinlich auch wertvoll für andere, die wandern, zu erfahren, wie das Ganze passiert ist, um es selber zu vermeiden. Aber weder die Nationalparkverwaltung noch die Polizei noch die Rettungskräfte wollten darüber Auskunft geben. Und auch der Familie wurde nicht mitgeteilt, was genau passiert war. Und ein wirklicher Todesgrund, der wurde auch nicht angegeben. Es wurde der Familie gesagt, dass er sich wahrscheinlich verlaufen hätte und dann an Erschöpfung verstorben sei. Und weitere Auskünfte wurden nicht erteilt. Und das ist eben insofern auffällig, ich habe es eben angesprochen, dass am 3.8. dieses Jahres, also 20 Tage vorher, ein Paar, das dort wanderte, nämlich Anna Rodet und Miguel Delgado, auf der gleichen Route verschwanden. Bei denen war es dann so, dass sie schon nach 3 Tagen wiedergefunden wurden. Erfreulicherweise lebend. Aber danach und in den Kurzmeldungen habe ich ja darüber schon berichtet, kam das FBI und sperrte diesen Trail. Und als Begründung wurde eben nichts genannt. Es gab keine Auskunft darüber, warum dieser Trail, nachdem diese beiden Wanderer verschwunden und dann wiedergefunden worden waren, gesperrt wurde. Vor allem, warum es durch das FBI geschah, was komplett ungewöhnlich ist. Wenn ein Weg gesperrt wird, dann machen das die Ranger. Dafür gibt es die Nationalparkverwaltung und die Ranger und die sind auch dafür zuständig. Was dann aber noch auffällig war, war die Tatsache, dass weder dieses verschwundene Paar noch die Nationalparkverwaltung oder sonst irgendwer darüber Auskunft geben wollte, was mit den beiden passiert war, wo sie diese 3 Tage waren, was ihnen widerfahren ist. Bis heute gibt es da komplettes Schweigen. Und auch warum das FBI diesen Teil des Nationalparks dann gesperrt hatte, auch darüber gibt es bis heute keine Auskunft. Die Nationalparks, die sind extrem bemüht darum, ein Bild nach außen zu vermitteln, dass dort alles wunderbar und schön ist und alle sicher dort wandern können. Also solange sie sich dann an die Vorgaben halten würden. Allerdings ist die Frage dann immer, was soll diese Geheimniskrämerei? Und insbesondere dann, wenn auch noch das FBI auftaucht, nachdem Menschen verschwunden sind und dann wiedergefunden wurden, um dort die Wege zu sperren. Da muss man sich dann eben nicht wundern, wenn da die Spekulationen ins Kraut schießen, was alles in so einem Nationalpark passieren kann, was dort alles kreucht und fleucht und die Wanderer angreifen könnte. Und wenn man sich so ein bisschen mal damit befasst hat, wie die Behörden dort vorgehen in den Nationalparks, dann weiß man, dass dieses Aufschlagen des FBIs dort, um Wege zu sperren,
eine vollkommen ungewöhnliche Maßnahme ist. Wenn es dann auch noch im Anschluss an einem Vermisstenfall passiert, wo dann noch nicht einmal die Vermissten darüber reden wollten, die man gefunden hat, was mit ihnen geschehen ist, also nicht darüber reden wollen oder nicht darüber reden dürfen, wer weiß es schon, dann brauche ich mich hinterher auch nicht zu beschweren, wenn dort entsprechende Schlüsse daraus gezogen werden. Nämlich, dass dort etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Im April dieses Jahres, da wurde ein Toter auf dem Appalachian Trail gefunden. Appalachian Trail, ihr wisst, mein Wanderziel, wenn ich mal im Ruhestand bin, da klingelt es bei mir natürlich. Und dann habe ich mich mal so auf die Suche nach Informationen gemacht, denn es gab keine dazu. Die Polizei, die verweigerte sozusagen jede Auskunft in diesem Fall. Zum einen, weil man selbst noch nicht so viel über die Person wusste, die man dort gefunden hatte. Und zum anderen, weil die Auffindesituation dann doch so ein bisschen merkwürdig war, so dass man erstmal schauen wollte, was kann da überhaupt passiert sein. Und so blieben die Meldungen der Presse dabei, dass ein Toter in der Nähe des Appalachian Trails gefunden wurde. Genau genommen war das auf so einem Weg, der vom Trail hinunterführt. Erst sehr viel später wurde dann bekannt, dass es sich um einen 61-jährigen Mann handelte, der den Namen Raghu Kodali trägt, ein indischer Staatsbürger, der in den USA lebte. Kodali war dort zu einer Eintageswanderung unterwegs, das heißt also, er fuhr dorthin, wollte wandern und dann nachmittags oder abends wieder nach Hause fahren. Das ist aber nicht passiert. Die Stunden vergingen, seine Frau, die wartete auf ihn, aber er kam nicht nach Hause, so dass sie dann irgendwann die Polizei informierte, die dann die Ranger informierte, die dann mit der Suche nach ihm begannen. Wie üblich wurden dazu dann eben auch die Suchmannschaften angefordert, die Feuerwehr und die Polizei sogar, und Drohnen wurden eingesetzt und Suchhunde. Die Drohnen mit den Wärmebildkameras, die wurden dann wieder runtergeholt, weil die Wetterbedingungen so schlecht wurden, dass man sie dann nicht mehr steuern konnte, und dann hat man sie einfach wieder zurückgeholt. Die Hunde, die konnten zunächst dann eine Fährte aufnehmen, aber die verloren sie dann. Gegen 3 Uhr in der Nacht oder am Morgen, da fand man den Mann dann, und der lag auf diesem Weg, der vom Appalachian Trail hinunterführt. Die Nachfrage, woran er denn verstorben war, die wurden nicht beantwortet, weil man es noch nicht wusste. Nach langer Suche und Warten, das Ganze war im April, gab es dann so die ersten Erklärungen, wie man ihn denn so aufgefunden hat. Und das war halt sehr merkwürdig, denn seine Wanderstöcke, die lagen weit hinter ihm auf diesem Weg. Der Gürtel mit seiner Wasserflasche, die er bei sich trug, die lag irgendwo weit hinter ihm auf dem Weg, und schließlich dann eben auch sein Rucksack. Die Polizei, die hat nun verschiedene Szenarien, wie das Ganze so zustande gekommen sein könnte. Der Mann könnte auf der Wanderung bemerkt haben, dass es ihm nicht mehr so gut geht, dann die nächste Abzweigung vom Weg weggenommen haben, um dort vielleicht irgendwie Hilfe zu finden. Weil er sich eben nicht so gut fühlte und so nach und nach verließ ihm dann die Kraft, hat er sich dieser Dinge entledigt, um einfach besser vorwärts zu kommen. Letztendlich brach er dann aber zusammen und verstarb dort auf dem Weg. Die zweite Möglichkeit, und das ist dann auch der Grund, warum die Polizei so lange nichts zu der Auffindesituation gesagt hat, das ist eben die, dass er auf der Flucht vor jemanden oder etwas war. Und dann eben diese ganzen Dinge hinter sich ließ, um einfach schneller laufen zu können. Und dann ist er eben vor Erschöpfung, ich meine, er war 61, da ist man vielleicht nicht mehr so unbedingt der Langstreckensprinter, umgefallen und verstarb, vielleicht an einem Herzinfarkt oder so etwas. Die ganz genaue Todesursache, die ist jedenfalls noch nicht veröffentlicht worden, es ist so andeutungsweise Erschöpfung gewesen. Im Juni 2024, da fand man den 67-jährigen Thomas Van Etten tot auf dem Appalachian Trail. Auch hier wurde dann nur zögerlich Auskunft erteilt, wie die Auffindesituation war. Andere Wanderer hatten den Leichnam entdeckt, aber eben nicht auf dem Trail, sondern auf so einem vollkommen zerklüfteten, schwierig zu begehenden, mit Felsbrocken belegten Hang. Man hatte dann vor Ort seinen Tod festgestellt, aber die Bergung war aufgrund dieses Geländes dann doch sehr schwierig.
Ja, zwei Fragen tun sich da auf. Zum einen, was wollte er da überhaupt, wo man ihn gefunden hat? Denn das ist kein zugängliches Gelände. Da muss man schon so ein bisschen klettern. Und der gute Mann, der war schon 67 Jahre alt. Ob der sich da noch mal auf eine Klettertour gemacht hätte, ist fraglich. Woran er letztendlich verstorben ist, das wurde auch noch nicht bekannt gegeben. Aber gut, vielleicht hat er gedacht, ich will's mir jetzt noch mal zeigen und kletter mal da in den Felsen rum. Ausschließen kann man so etwas nicht, auch wenn das schon so ein bisschen ungewöhnlich wäre für jemanden, der 67 Jahre alt ist. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich da so Wanderer kenne, die nenne ich immer so die harten Hunde. Die sind dann schon 67, 70, sogar über 70 und die wandern einen noch davon. Also die nehmen da jede Steigung, wo ich dann schon mal außer Atem gerate, so mal locker fröhlich vor sich hin und singen noch ein Wanderlied dabei. Ob die dann aber noch über diese Felsbrocken hinwegklettern, so wie dieser Mann es gemacht haben muss, das weiß ich natürlich nicht. Der nächste Fall, der ist schon wieder von dieser ganz merkwürdigen Sorte. Im Juni dieses Jahres, da klingelte im Polizeipräsidium von einem Ort namens Madeira, das hat aber jetzt nichts mit der Insel zu tun, wo so viele in Urlaub hinfliegen, sondern das ist ein Ort neben dem Yosemite Nationalpark. Ein Beamter, der nahm das Gespräch entgegen und am anderen Ende war eine sehr aufgeregte Frau, die dann rief, dass man Hilfe bräuchte und dass bitte sofort jemand kommen sollte und man wäre an den Angel Falls, also diesen Wasserfällen oder einer der Wasserfälle im Yosemite Nationalpark. Und dann brach das Gespräch auch schon ab. Ja, der Beamte, der gab dann Alarm und Polizei fuhr dann bis zum nächsten Punkt, wo man auf diesen Trail kommt, hin zu diesen Wasserfällen. Und als man dort ankam, da fand man dann die Leiche der Frau tot im Wasser. Und es dauerte nicht lang, da trieb dann eine zweite Leiche neben dieser Frau entlang. Und das war ein Mann. Ja, die sterblichen Überreste, die wurden dann von der Polizei geborgen und zur Gerichtsmedizin gebracht. Und die konnten dann nicht so richtig eine Todesursache feststellen. Ertrinken war es wohl auch nicht. Es gibt ja noch dieses trockene Ertrinken, aber auch dafür gibt es dann Anzeichen, die auch fehlten. Trotzdem gab die Polizei aber dann bekannt, dass die beiden offensichtlich ertrunken seien. Man könnte sich das nur so erklären, dass der Mann ins Wasser fiel und die Frau daraufhin völlig aufgeregt die Polizei anrief und dann auch ins Wasser fiel. Vielleicht als sie versuchte, den Mann irgendwie aus dem Wasser herauszuziehen. Dass beide aber dann keine Anzeichen eines Ertrinkungstod hatten oder des trockenen Ertrinkens, das ist natürlich dann auch für die Polizei noch so ein bisschen mysteriös, aber man hat einfach keine bessere Erklärung. Rätselhaft ist auch, warum die Frau am Telefon sagte, wir brauchen Hilfe und dann, wir sind an den Wasserfällen und dann war das Gespräch schon zu Ende. Hätte man da nicht gesagt, mein Mann ist ins Wasser gefallen, wir brauchen Hilfe oder so etwas, wer weiß schon, wie man in so einem Moment eben reagiert. Die Statistik für dieses Jahr, die ist noch nicht fertig. Für 2023, da war es aber so, dass in den Nationalparks und diesen Nationalwäldern, die es gibt, ca. 1000 Personen als vermisst galten. Darin enthalten sind auch die, die man wiedergefunden oder tot wiedergefunden hat. Aber wie viele Wanderer in den Nationalparks verschwunden sind, die man nicht wiedergefunden hat. Darüber gibt weder die USDA noch die Nationalparkverwaltung eine Auskunft. Interessanterweise werden nämlich bei weitem nicht alle vermissten Fälle in diese Statistik aufgenommen, nur die, die tatsächlich von den Nationalparkbehörden gemeldet werden. Und da sind wohl eine ganze Menge eben dann nicht gemeldet worden. Es ist immer noch so, dass die Nationalparks alle möglichen Statistiken führen. Wie viele Unfälle es gab, wie viele davon durch Stürze passiert sind oder durch andere Dinge. Nur wie viele Menschen in den Parks vermisst werden, darüber gibt es keine offizielle Zahl. Und da wird auch ein regelrechtes Geheimnis draus gemacht, immer noch. Und das, obwohl durch die Bücher von Poleides, was immer man auch von ihm halten mag, die Frage auch zum Beispiel von der Presse kam, wie viele Leute verschwinden eigentlich in den Parks. Seit 2014, als diese Anfragen das erste Mal an die Parks gestellt wurden, gibt es darauf keine Antwort. Es wird einfach keine Auskunft gegeben. Es gibt Menschen, die sagen, das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass da irgendetwas Merkwürdiges in diesen Parks vor sich geht.
Andere sagen, dieses Schweigen, das hat ungefähr 10 Millionen Gründe. Das ist die Anzahl der Besucher, die jedes Jahr in die Nationalparks kommen. Und die will man nicht damit verschrecken, dass dort Menschen vermisst werden, die niemals wiedergefunden wurden. Was auch immer die Gründe nun sein mögen, wer in den Nationalparks wandert, der sollte sich entsprechend vorbereiten. Wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Wanderschlingel.